Start und Ziel. Rechtsknick und dann 90 Grad links, harte Bremsmanöver. Und es geht gleich in die Senna-Kurve, die ja damals noch nicht Senna-Kurve hieß, weil der fuhr ja selbst noch. Herausbeschleunigen, leichte Rechtsbiegung und dann die Stelle, an der Heinz-Harald Frenzen ja Jahre später dann fürchterlichen Abflug haben sollte. Das schnelle S, das voll geht, wenn es optimal passt. Terry Boutsen fährt übrigens Williams in diesem Rennen. Dann wieder das Herausbeschleunigen, immer ausbrechendes Heck hier. Unter der Brücke durch, auf den Bodenwellen bremsen für die nächste Schikane. Da macht ein Benetton brav Platz. Und wieder beschleunigen und wir kommen zur Haarnadel. Die berühmte Haarnadel, wo die ganzen Überholmanöver immer stattfinden. Ausbremsmanöver, Kollisionen, alles gibt's hier. Wieder herausbeschleunigen. Blaue Flagge links, war da kurz zu sehen. Und jetzt kommt noch das schnelle S, das ist ja heute weg. Das war eine Mutstelle und sollte dann im Rennen natürlich mit nasser Fahrbahn noch viel, viel gefährlicher werden. Und wir sind zurück bei Start und Ziel. Terry Boutsen, der Vorjahressieger, trägt auch im Rennen die Onboard-Kamera. Das waren Bilder vom Freitag vom Qualifying, denn auch am Samstag regnete es.